Beginners, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer neuen Runde Wargames. Ich spiele jetzt gerade Trigger Discipline. Bin hier in ein Spiel reingekommen. Oh fuck. Ah, das hat man hier automatisch. Bin in ein Spiel reingekommen, das schon 2-1 steht. Ich wollte eigentlich in ein frisches, aber egal. Ihr seht schon im Titel, eure Entscheidung ist gefallen. Hierbei geht es um dieses Gun Game Matchmaking. Ihr habt mit einem sehr, sehr großen Abstand dafür entschieden. Es gab, glaube ich, insgesamt 3 Leute, die nicht so extrem dahinter standen. Eine Person hat wirklich gesagt, mach das nicht. Und 2 andere haben. Nun ja, ist vielleicht für. Ah ja, stimmt ja. Und 2 haben, fuck, die Befürchtung gehabt, dass es ja nicht so toll wird für die Mates, wenn ich eben diese Gun Game Matchmaking Geschichte mache. Also hier auch nochmal für alle, die jetzt gerade nicht wissen, wovon ich spreche. Es wird ein neues Projekt starten, das Hero Projekt. Da werde ich alle Waffen durchspielen. Einmal alle Pistols, das sind die Pistol Heroes, dann alle MPs, alle Rifles, Rifle Hero und so weiter und so fort. Und only diese Waffe spielen, die ich eben dann zu spielen habe. Also ich werde alle Waffen durchmachen, bis auf das Knife. Da bin ich mir nicht so sicher, ob ich ein Knife only machen kann. Ich glaube, das wäre der größte Abfuck der Welt. Und diesbezüglich habe ich euch eben noch im Vorfeld gefragt, ob ihr das gut oder in Ordnung findet, ob es euch stören würde. Also allein die Idee an sich und dann eben, wie ihr das seht mit den Teammates. Weil die Teammates ja schon so ein bisschen gehandicapt sind, wenn ich da eben nur mit der Glock rumspiele und nichts anderes habe. Beziehungsweise natürlich kaufe ich auch ein, dass die Leute eben auch meine Waffen haben, wenn ich tot bin oder ich droppen kann, aber ich nutze nur die Pistole, die eben vorgegeben ist. Wie gesagt, einer oder eine war dagegen. 2 haben gesagt, na, könnte schwierig werden, aber der Rest war voll und ganz dafür. Also es war eindeutig eine Ja-Mach-Es-Entscheidung, was mich auch sehr freut, weil ich da natürlich gespannt bin. Fuck! Bin sehr gespannt auf die ganze Geschichte, einfach wie ich damit klarkomme mit den Pistols. Die erste Runde kam ja schon, die USP-Round. Ich habe euch eine Runde so oder so aufgezeichnet, damit ihr merkt, wie das so aussieht und wie ich es auch schneide. Denn da gehe ich ein bisschen mehr auf Highlights und weniger auf diese extreme Unterhaltung, weil ich eben natürlich versuche, was zu erschwitzen, beziehungsweise halt nicht so extrem schlecht zu spielen. Ich sage jetzt nicht, ich spiele nur Glock und scheißegal, wenn ich -3 Kills habe oder so. Ah, fuck, nein, nein, scheiße. Ich will da schon gucken, dass ich so gut wie möglich bin, um auch das Team zu unterstützen. Bezüglich der Sorge um das Team, habe ich mir eine recht einfache Sache, fuck, überlegt. Zu der haben mir auch einige geraten. Und zwar werde ich bei diversen Runden einfach mit Premates spielen. So ist das Team dann praktisch in Kenntnis gesetzt, dass ich das eben mache, was ich da mache. Und kann nicht pissed sein und mich reporten oder kicken oder sich eben drüber aufregen. Ja? Damit ist das Problem aus der Welt geschafft, denn wir können wirklich mit den, oh, wow, wow, besten Bauchgefühlen die ganze Chose starten. Da war einer. 2, oh mein Gott! Trigger-Disziplin ist wirklich nicht meins. Die Sache mit Wallin, also dieses Team Wallin gegen Team Dumbabla, ist noch in der Mache. Keine Sorge, da sind wir noch am Rumvorwerken, wann wir das am besten angehen. Also wann wir die Zeit haben, um das aufzunehmen. Und sobald wir den Termin haben, wird das bekannt gegeben. Und da kann man sich dann eben melden, so wie man Zeit hat. Jetzt schaue ich aber mal, dass ich hier noch ein paar Kills mache. Denn 2, 3, was habe ich gestern gehabt? 30, 2 und 30 sind irgendwie weit auseinander. Was? Die waren unten auf Mitte und ich glaube, vor, ich bin so bescheuert, ey. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, wenn der Montag vorbei ist, beziehungsweise die Prüfung am Montag vorbei ist und einfach das Wochenende beginnt. Oh, nicht mit mir, mein Freund. Ha! Ja, und meine Semesterferien dann eben beginnen, bin ich schon richtig versessen drauf. Dann produziere ich noch schön vor, denn ich bin noch bald im Urlaub. Und after that... Oh, was? Scheiße, er pusht mich. Ja, und after that wird weitergeklatscht nach dem Urlaub. Ich will natürlich auch schauen, dass ich dann in den Semesterferien wieder öfter streame und auch mal gucken, dass ich vielleicht auch an einem Wochenende umher streamen kann. Es ist einfach so, dass ich oft familiär und freundschaftlich am Wochenende unterwegs bin und gar nicht zu Hause bin oder die Zeit habe, um zu streamen. Deswegen bin ich wochenends auch nie da. Darum sind meine Streamtage ja gerade Dienstag und Donnerstag ab 19.30 Uhr. Das sind die freien Stunden, die ich unter der Woche habe oder generell in der Woche habe. Die verbringe ich halt eben mit Livestreams, weil es so einen riesen Spaß macht. Oh, fuck. Dann ist er auf Mitte. Da muss jetzt der Headshot des Todes ran. Okay, wo ist der? Ist der immer noch Mitte? Was für ein Sound. Ich wäre natürlich für die Twitch-Karriere deutlich klüger, wenn ich Wochenend streamen würde. Am besten 2-mal am Wochenende. Naja, wenn man halt nicht da ist, dann ist es schwierig zu streamen. Ne? Apartment stepped ultra viel. Ich bleib einfach hier auf der Kommode stehen. Guck mal, das hier. Oh, she, dude. She. Oh. Das ist AWPler, ne? Ja. Wisst ihr eigentlich, wie lange diese Operation noch geht? Also diese Wargames und der ganze Kram und diese Koop-Dinger. Wie lange ist es noch available? Hat da jemand einen Plan? Oder sind die Koop-Dinger für immer available? Also bis man sie fertig hat. Nee, ne? Wenn die Mission fertig ist, dann ist es auch fertig. Ich muss bald mal weitermachen, mein Berlin. Ah, da ist einer. Fuck. Oh! Der war fucking sick, dude. Das war ein wunderschöner Headshot. Ja, nice. Ja, soweit so gut. Die wichtigsten Infos sind raus. Sorry, dass die Videos in letzter Zeit zu kurz sind. Es ist gerade, ja, knapp. Ihr wisst ja, es ist sehr knapp. Und trotzdem will ich, dass jeden Tag ein Video kommt. Deswegen sind sie halt ein bisschen geizer. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bin Batman. Habt ihr das jetzt gewusst, ne? Ja, ja.